Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Saints Row 4. Genau, die letzte Aufnahmesession war ja ein bisschen mit Pleiten, Pech und Pannen belegt. Ich hoffe, das wird sich jetzt ein bisschen ja, geben. Ich habe immer noch den kaputten Controller in der Hand. Ich weiß gar nicht, ob man mich sieht. Sieht man mich hier irgendwo? Eigentlich müsste man das ein bisschen sehen, oder? Sieht man das? Keine Ahnung. ja, wie gesagt, es ist ja hell, ne? Ich habe hier immer noch meinen kaputten, der ist auch nicht der Original, das würde ja hier oben, alles klar, das würde ja oben Sony stehen, ne? Weil der originale Controller, der sieht so aus, da steht Sony, hier steht kein Sony, so. Und beide Controller haben eine Macke weg, ne? Und den ich jetzt halt in der Hand habe, wo kein Sony draufsteht, der funktioniert einigermaßen, aber halt, wenn das, ja. Wenn man ihn braucht, dann ist er einem im Stich, sozusagen. Genau. So, jetzt tippe ich noch einmal hier auf dem Handy rum. Und dann wollen wir mal weitermachen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe auf jeden Fall ein paar Missionen gemacht. Nebenmissionen. Und dementsprechend auch, ja. Und dementsprechend auch Sachen freigeschaltet. Neue Waffenfähigkeiten und alles freigeschaltet. Und genau. Wie ihr seht, ich habe nicht mehr den Anti-Eternia He-Man. Ich habe jetzt, ja, eigentlich fehlt der rote Umhang, ne? Das soll übrigens She-Ra sein. Ich gehe mal von diesem Portal weg, das ist ja furchtbar. Ja, schön, genau dahin wollte ich nicht, verdammt. Direkt Alarmstufe rot hier, direkt will mich jeder hier umbringen. Ja, ich muss jetzt erstmal fliehen. Moment. Genau dazwischen gelandet, muss auch mal können. So, darf ich hier? Bombs. So. Das ist übrigens She-Ra. Princess of Power. Ich hoffe, man kann das auch gut erkennen. Ne, also ich habe versucht, She-Ra darzustellen. Ne, mit ihren gelben Stiefeln und so. Und die hat ja eigentlich weiße Sachen nur an. Genau, das ist die sexy She-Ra. Warum ist das die sexy She-Ra? Weil die hier bauchfrei hat. Eigentlich hat die ja ein komplettes Kleid an, ne? Und einen roten Umhang und sowas. Gut, einen roten Umhang kann ich jetzt nicht machen, aber macht ja nichts. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen She-Ra. Weil ich habe ja die ganze Zeit nur männliche Charaktere erstellt. Jetzt habe ich mal einen weiblichen. Und genau. So. Was wollen wir denn machen mit She-Ra? Ich habe einige Sachen noch aufzusammeln. Wie da oben zum Beispiel ist eins. Hoppala, hoppala, langsam, langsam. So hier. Diese Dinger hier. Diese Audiolog, das sammle ich jetzt mal ein bisschen mit euch ein. The moment I walked into that underground shithole the crew was setting up in, I knew it all had potential. So the Saints have been out of the game a while. So what? We had the boss and we had Johnny Gat. What more did we need? I knew I was a little rough around the edges, but I was willing to learn. Then the boss goes and throws me the Sons of Sandy. Now that was a drag. Ja, das sind so Audiologbücher, die in der Welt verteilt sind. Übrigens, Datensammlungen brauche ich keine mehr sammeln. Die habe ich alle aufgesammelt. Ich könnte ja eigentlich auch mal die Karte zeigen, wenn der Controller das zulässt. Bitte, lieber Controller, einmal die Map. Danke. So, also, hier haben wir ja die Karte. Wie man sieht, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nein, Moment, so sollte man die ganze Map sehen. Und jetzt kann ich ja hier auswählen mit dem Steuerkreuz Aktivitäten, Ziele. Also ich bin jetzt hier gerade am Start, ne? Und dann wird das auf der Karte angezeigt, wo das ist. Ziele, Geschäfte, Sammelobjekte. So, Sammelobjekte, da müsste ja eigentlich jetzt alles mit blauen Punkten sein, ist es aber nicht. Ja gut, hier habe ich jetzt noch ein paar Datensammlungen. Da, wo jetzt noch die Datensammlungen sind, da sind aber diese rote Kuppeln. Ne, diese roten Dinger, und da wollte ich nicht so nah dran, ne? Genau, hier, das sind noch ein paar Datensammlungen, wie man sieht, diese blauen Dinger. Hier ist ein Audiolog. Dingen, hier ist ein Audiolog. Ich glaube, ich werde erstmal so ein paar Audiolog-Dinger einsammeln.
um mich mit der Steuerung wieder ein bisschen zu vertraut zu machen. Ich meine, ich habe eben schon ein bisschen gezockt. Aber nicht Saints Row 4 hier, das hier, sondern den dritten Teil davon. Genau, hier Text-Adventure-Fragmente, Sammelobjekt und so weiter. Ne, die können wir auch mal einsammeln hier, würde ich mal sagen. Machen wir das jetzt erstmal ein bisschen. Ach ja, und hier war ich auch nicht. Das wollte ich halt mit im Video reinnehmen, weil diese Insel hier, wo ich jetzt bin, ne, also da diese Insel, das ist ja das Militär, die Militärbasis. Und wenn ich da hingehe, dann ist da direkt Alarm. Ne? Dann ist Alarm, ist dann, genau. So, wo sind wir? Wir sind da. Gehen wir jetzt erst nach oben oder erst nach unten? Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben, ne? Da würde ich mal sagen, wir nehmen diesen hier. Markieren wir mal. Und genau. Ja, bei den Aufträgen. Genau, ich habe ein paar Sachen gemacht, aber es werden ja dann immer wieder neue Sachen, ja, freigeschaltet, ne? Also hier, wo ich jetzt gerade durchgehe, hier habe ich einige Sachen gemacht und dann wurde direkt Neues freigeschalten. Und das machen wir dann später. Wir machen jetzt erstmal die Sachen, wo ich gesagt habe. Upgrades kann man mal kurz gucken. Fähigkeiten habe ich ein paar freigeschaltet. Ne? Also genau, die Ausgegrauten, die kann ich noch nicht. Da muss ich irgendwie ein höheres Level haben. Genau, Gesundheit und alles. Ne? Da habe ich auch noch ein bisschen was zum Freischalten, aber muss man erst freigeschaltet bekommen. Munition, Spezialmunition. Gut, kann ich mir nicht kaufen, weil 33 Euro oder, nee, Simoleons oder wie der Teil heißt das. Und wir haben nur, da habe ich jetzt 33 Euro gesagt. War natürlich 33.000. So, und 4.000 ungefähr haben wir nur. Genau, wir müssen erstmal wieder Geld machen. So, aber wir gehen jetzt erstmal dahin, wo ich markiert habe. Ich hoffe, der fokussiert hier auch, weil es ja noch hell ist. Nicht, dass er irgendwas anderes fokussiert. So, dann wollen wir mal mit She-Ra losspringen. Jetzt müsste es eigentlich die Musik geben von She-Ra, wenn die sich verwandelt. Ich habe immer die Musik im Kopf. Da, wo die roten Kuppeln sind, hier diese roten Kuppeln, die man da vorne sieht. Genau. Das sind die ganzen Datensammlungen noch, die ich übergelassen habe praktisch. Jetzt kommt natürlich drauf an, wo jetzt das Ding ist. Das wird mir natürlich nicht gesagt. Nur ungefähr, wo die... wo der Aufenthaltsort ist. Ich glaube, das ist unten irgendwo, ne? Kann das sein? Oh ja, da. Da schwirrt das Ding rum. I'd say it's a tough world for someone to live in, but I'd be lying. Well, if they were the god of the cyber world like I was, that is. Put me in front of the latest technology and there wasn't anything I couldn't do. Even the FBI couldn't stop me. Believe me, they tried. Kinsey Kensington came close, but a few additions to her file and some photos and... even she couldn't come close to crashing my fun. Probably why I was recruited into the syndicate in the first place. Also das sind hier unsere Kumpels, die dann irgendwie einen Audiolog gemacht haben und die ist praktisch wie so ein Tagebuch und da hören wir uns jetzt alles an. Genau. Jetzt muss ich wieder in die Map, wenn ich denn kann. So. Wie gesagt, die Folge jetzt erstmal ein bisschen einsammeln, weil das gehört auch dazu. Das wollte ich jetzt halt mit ins Video nehmen. Die meisten Datensammlungen, wie gesagt, habe ich jetzt offline eingesammelt. Hoffe, das ist in Ordnung. She-Ra, She-Ra! Sorry. Ja, und der Controller spinnt wieder. Yay! Hoppala! So. She-Ra, She-Ra! Ach, da oben. Ich wäre schon fast wieder dran vorbeigelaufen. Da ist es ja. Working for the Syndicate was a great job. That is until Philippe Loren died, because Hilbane was one scary psychopath. I mean, I watched him kill Kiki right in front of me. And right in front of her own sister. So I went after the Saints instead. Wrong choice on my part.
They let me live. And surprisingly, so did Kilbane. Only option then was to leave the country and hide. Ich hoffe, ihr könnt das auch unten lesen am Bildrand, ne? Ich meine, wenn man das jetzt auf dem Fernseher guckt oder so, oder auf einem größeren PC-Bildschirm, dann sollte man das gut lesen können. Und wenn man es nicht lesen kann, hoffe ich, dass man das gut hören kann, so. Genau. So. Hier ist der Hafen, da können wir gut schlafen. She-Ra, She-Ra. Ich habe immer wie nennt man das? Ja, wenn die sich halt verwandelt, dann hört man ja immer diese Musik. So wie bei He-Man gibt es auch die Musik dann immer. So. He-Man. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus raus, weil ich hier am Springen bin. Ja, jetzt hänge ich fest, das ist auch gut. Manchmal macht der Controller das. Wenn ich ganz langsam. Ganz lang. Aber das ist zu langsam, wenn man in einem Gefecht ist, wenn man schießen muss. Das ist zu langsam. So, was ist der nächste Audiolog? How was I supposed to know that MI6 would end up offering me asylum just so they could pair me up with one of their operatives? I mean, Nasha and I got along great, but now I had to work with the government instead of against it. Not usually my cup of tea. Still, I guess it's better than being hunted down by the Saints or Kilbane. I just have to keep myself from pissing off a trained killer is all. Wer Kilbane ist, wird man erst im dritten Teil sehen, weil das ist nämlich dann ein böser Bursche. Einer von vielen bösen Burschen. Weil hier in dem vierten Teil hat man ja quasi nur einen Feind, die Aliens. Und im dritten Teil hat man halt mehrere Feinde, nicht nur einen. Genau. Und wenn ich den zweiten Teil dann irgendwann spiele mit euch zusammen, dann ist das richtig retro. Das hat ein bisschen was dann von San Andreas, GTA. Genau. So. Haben wir hier schon wieder Upgrades hier. Gesundheit. Ja, ist freigeschaltet jetzt, aber ich kann es mir nicht kaufen, weil ich nicht das Geld dazu habe. Ist auch gut. Und Boni. Aber ich habe kein Geld dafür. Ich habe kein Geld. Kräfte haben wir auch was Neues. Telekinese Element. Wurfkosten. Telekinese verwendet weniger Energie beim Werfen von Objekten. Übernehmen. Nehmen wir einfach mal mit. Ne, genau hier bei Telekinese habe ich hier unten Lebensraub habe ich freigeschalten. Blitz habe ich freigeschaltet. Kraft habe ich, also die drei hier unten habe ich freigeschaltet. Also offline. Genau. Ich kann jetzt quasi auch Blitze verschießen so ein bisschen. So. Wollen wir mal gucken. Dann gehen wir hier hin. Jetzt habe ich schon wieder die Titelmelodie von He-Man im Kopf. Was ist denn da los? He-Man. Ich krieg die Musik nicht aus dem Kopf. Kennt ihr das, wenn ihr einen Ohrwurm habt? Da war jetzt eine schöne Drehung. Ich glaube, man kann hier sogar ein Energieschwert irgendwann freischalten. Dann passt das noch besser, wenn man so sich als She-Ra verkleidet oder, ne? Dann passt das noch besser. Oder als He-Man, wenn man dann so ein leuchtendes Schwert hat. Ist der Audiolog?
Sinyak kicked the stool out from under my political aspiration when he and his armada showed up. One of the worst things you can do is piss off America. Now, I don't necessarily agree with how the president's handling these things. Seems there must be a better way. I'm not saying I'd do better, but... Shit, maybe that's exactly what I'm saying. If I had the chance, anyway. Hmm. So, jetzt haben wir hier noch diese komischen Amiga-Dinger, die man ein, wo ich letztens noch gesagt hatte, was habe ich jetzt eingesammelt? Sammel ich mal ein. Das sind Text-Adventure, das sind halt Sachen, die kann man sich selber durchlesen, aber ich sammle die jetzt nur auf. Na? Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Wie ging das Lied weiter? Freundlich und tapfer. Irgendwas so. Irgendwie so was war das, ne? Wo ist er denn, der PC, den ich einsammeln darf? Wo ist das Ding? Hübsches Ding, ich versteck mein Ehering, diddeling, ratterding. Da gibt es auch so ein Lied von. Ach, da hängt da oben drauf, halt. Ja, ich spring einmal ganz drüber. Oh gut. Zack, eingesammelt. Genau. Nochmal Karte. So. Jetzt haben wir hier alles freigeschalten. Freigeschalten, sage ich schon, also eingesammelt. Jetzt gehen wir hier zur Brücke. Jetzt gehen wir erstmal auf die Enterprise, auf die Brücke. Genau, da unten mache ich später. Ich gehe jetzt erstmal hier so rum. Genau. Und sammel das mal alles ein. Genau, ich hoffe, eure Pfingsttage waren schön, erholsam, entspannend und ruhig. Meine waren ganz okay. Ich habe übrigens einen dritten Job jetzt angenommen, also eine dritte Stelle, eine dritte Putzstelle. Die fange ich aber erst nächste Woche an, also nicht jetzt die Woche, sondern nächste Woche. Genau, so steht das Ding jetzt hier schon wieder rum. Mist, ich wollte das mal richtig zeigen. Jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Jetzt muss einer schreiben, Torfina, du gehst zu weit. Ja, sorry. Ich hatte so viel Schwung drauf. So, ein zweites, ein anderes haben wir dann auch nochmal hier. Irgendwo. So, jetzt nicht zu nah dran gehen. Nicht zu nah dran gehen. Das Ding. Das sieht doch so ein bisschen aus wie ein Amiga, ne? Das PC-Ding, das da leuchtet. So. Jetzt klaue ich wieder den Amiga von jemandem. Ich nehme den einfach mit und laufe weg.
So. Hui. So. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, eure Tofina.